Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So wie ihr seht, ist sie ein bisschen weitergegangen. Es sieht gerade ein bisschen chaotisch aus. Ich wollte jetzt einfach ein bisschen vorankommen, habe dann mal die Kamera ausgelassen. Die Details zeige ich euch nachher. Ich habe hier schon mal Kabel gelegt. Ich habe weiter gestrichen. Ja, aber so jetzt keine, wie soll man sagen, keine Tätigkeiten, wo man nicht auch euch zeigen kann, wo wirklich kompliziert sind. Was ich heute jetzt oder jetzt machen möchte, das ist diesen Bezug machen, also dieses Polstern von der Rückenlehne. Und da dachte ich, da schalte ich jetzt doch gleich die Kamera wieder ein. Ja, wir gehen jetzt einfach hinten um und, beziehungsweise nein, ich schneide jetzt zuerst mal den Stoff zu oder dieses Kunstleder und dann fangen wir hinten an, das zu beziehen. Bin ich auch gespannt, ob das so klappt, aber wir machen doch mal ein bisschen Platz hier. Das Gedöns brauchen wir alles hier nicht. So, das hier passt leider nicht, habe ich gerade festgestellt, deswegen. So, jetzt habe ich hier dieses Polstermaterial, das habe ich mir extra dafür gekauft. Und das schneiden wir jetzt als erstes mal zurecht. Jetzt fangen wir an. Erstmal im unteren Bereich den Stoff ran zu tackern. Gerade irgendwie ein Rechnerabsturz oder ein Kameraabsturz geht. Ich hoffe, es ist genügend drauf. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werden wir die Verkleidung da drauf bauen. Die soll so drauf. Jetzt muss man die Kasten verschieben.
Jetzt schauen wir mal, ob das passt. Jawohl, das sieht auch gut aus. So, jetzt können wir das mal festschrauben. So, und jetzt habe ich da so ein schönes Regal von einem namhaften Möbelhaus, großes Möbelhaus. Die machen Geld, das ist irre. Und das will ich da oben drauf machen. Dass ich da noch zusätzlich Stauraum habe. Es hebt einwandfrei. So, und jetzt schieben wir mal nach hinten das ganze Gedöns. So, guck mal, das passt. Das sieht schon mal gut aus. Kannst du da noch ein bisschen rüber? Yay! In der Ecke. Das passt. Das sieht gut aus. So, inzwischen kennt ihr mich ein bisschen. Ich bin immer für einfache, gute Lösungen. Und hier in dem Fall ganz klar mache ich hier so ein Gurtband hin. Das ist eine richtig coole Sache. So, jetzt muss ich schauen, ich opfere den hier, ja. So sieht es auf der anderen Seite aus. Einfach das Gurtband dran geschraubt und fertig. So, jetzt können wir das ganze Ding wieder in die Ecke schieben. Und ich hoffe auch nicht groß vorholen. Ah, Schere. Thank you.
So, und die Kabel. Die Kabel. Später noch mit Kabelbinder. Schön da hinten rum. So, und jetzt habe ich hier noch gleichzeitig einen Hauptschalter. Das ist auch gut. Da oben kann ich Ordner reinstellen. Alles schön stabil. So langsam kommen wir zum Ende. So, jetzt schleife ich nochmal die Arbeitsplatte und dann habe ich hier wie so ein Bienenwachs und mit dem will ich dann die Platte behandeln. Aber vorher so, Ton, Action. So, jetzt kommen wir langsam zum Finale. Ich habe mal meinen fahrbaren PC runtergeholt und den werde ich jetzt hier mal montieren, mal die Monitore anschließen und dann bin ich echt gespannt, wie es so läuft. Ich habe mir hier noch so eine Funktastatur gekauft, die werde ich innen drin betreiben und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie das alles funktioniert. So, jetzt schauen wir mal. Ah, da muss man einschalten, on, genau. Und hier, on. Oh, die Maus geht schon. Ist das cool. So, jetzt mein Passwort. Schön verdeckt alles. Hey, ist das geil. Mega coole Sache. So, wir gehen natürlich gleich mal hier auf YouTube und natürlich gleich in meinen Kanal rein. Auch wieder mein Passwort eingeben. So, coole Sache. Tastatur funktioniert, Maus funktioniert. Ich kann das von einem Monitor zum anderen rüberschieben. Ah, mega. Mega cool. So, und jetzt machen wir noch schön eins. Ich wollte da die Kabel
noch ein bisschen schöner machen. Jetzt habe ich hier meinen Steharbeitsplatz. Kann hier auf meinen Kanal reingehen. Was ich jetzt noch nicht habe, Lautsprecher, das ist noch ein Thema, fällt mir jetzt gerade ein. Da muss ich mir echt noch was überlegen. Muss ich mir was kaufen, da habe ich noch nichts. So, und das Coole ist halt einfach, ich kann hier jetzt mit zwei Monitoren arbeiten. Echt genial. So, und wenn ich jetzt reinsitzen will, nichts leichter als das. Ah, okay, was streift da noch? Der Monitor hier, der ist noch nicht richtig eingestellt. So, jetzt aber. Das geht wirklich knapp her. So, Tastatur nehme ich mit und jetzt sitze ich mich rein. Und jetzt gehen wir hier in mein Homeoffice-Insel. Klappt das runter, meine Maus hier drauf. So. Und jetzt kann ich hier arbeiten. Coole Sache. Alles verschieben. Hier rüber schieben. Funktioniert super gut, muss ich sagen. Richtig klasse. Und ich finde es auch nicht so beengend hier drin. Das Einzige, muss ich jetzt leider wirklich ein bisschen sagen, die Monitore sind vielleicht 15 cm, 20 cm zu nah. Man kann ja was zugeben, wenn was nicht so ganz optimal ist. Das Problem ist einfach, ich wollte das so klein wie möglich halten. Und deswegen hat sich das so ergeben. Aber vielleicht können wir da noch was umbauen. Muss ich mir echt überlegen, weil man sitzt doch mit zwei Monitoren wirklich ziemlich dicht dran. Wenn man jetzt so wird es schon fast gehen. So, und wenn ich dann lang gesessen bin, komme ich einfach mit der Maus und der Tastatur raus, drehe meine Monitore um und habe jetzt hier meine beiden Monitore. Kann die Videos weiter angucken, kann sie bearbeiten. Aber ich finde das Konzept mega gut. Ich kann hier arbeiten im Stehen. Es ist gemütlich, man kann hier sein ganzes Sach machen. Wenn ich nicht mehr stehen will, drehe ich das einfach um. Das mit den Kabeln funktioniert auch gut, das zeige ich euch auch nachher noch kurz. Und jetzt kann ich von innen drin weiterarbeiten. Also, bin echt begeistert. So, jetzt machen wir mal einen Schwenk und ich zeige euch mal diese komplette Homeoffice-Insel. So, jetzt schauen wir uns mal das mit den Kabeln an. Das ist recht einfach gemacht. Ich fahre einfach hinten mit den Kabeln raus und in den Kabelkanal rein. Und der große Vorteil hier ist, dass ich hier einen Abstand habe. Und wenn ich das jetzt so drehe, hier immer noch ein Spalt frei ist. Das heißt, ich kann mit den Kabeln gut da unten reinfahren. Und da ist auch kein großer Zug drauf. Also ich denke mal, da passiert nichts. Ich habe auch einen Anschlag ran gemacht, das heißt, man kann es nicht jetzt weiter drehen in die eine Richtung. Und man kann es auch hier nicht so weiter reindrehen. Das heißt, ich hab einen Anschlag dran und da passiert den Kabeln auch nichts. So, jetzt schauen wir es uns mal da unten an. Da habe ich ein kleines Podest zum Einsteigen in den Sitz. Das funktioniert auch super gut. Ich habe eine Fußstütze und so die Halterung vom Sitz, absolut stabil, das funktioniert jetzt auch gut. Da kann man also echt nichts sagen. Ich habe hier noch eine Stütze drin für den Tisch.
So, jetzt schauen wir uns das andere mal an. Also ich habe dann hier meinen Rückenpolster, den Klapptisch für die Maus, eine Ablage und es ist ja echt wirklich gemütlich da drin zum Sitzen. Ich habe die Möglichkeit oben noch was zu verstauen. Brauchen wir immer mal so einen Platz. So sieht es aus, wenn es runtergeklappt ist. Kann man da reinsitzen. Ich drehe mal die Monitore um, dass ihr seht, wie es da drin aussieht mit Monitoren. So, hier seht ihr dann die Ablage für die Maus mit gepolsterten Armlehne. So, da sieht man dann auf die Monitore. So, und jetzt habt ihr meine Homeoffice-Insel gesehen, beziehungsweise miterlebt, wie sie entstanden ist sozusagen. Also, ich finde halt immer mega, wenn man sich was im Kopf überlegt und dann einfach mal anfängt zum Bauen und guckt, wo es rauskommt. Das mit dem Regal da oben finde ich geschickt. Ja, ich habe hier dieses Design-Element noch drin. Dieses Stehen-Sitzend ist auch eine coole Sache. Und wie gesagt, das Einzige, was jetzt halt diese Entfernung zum Monitor noch nicht so optimal ist, aber das kriegen wir noch gebacken. Einfach eine Anregung, vielleicht könnt ihr in der Richtung mal was brauchen oder bauen oder so. Oder habt ihr in einer geänderten Form vielleicht mal eine Idee, sowas zu bauen. Was natürlich ist, ich bin kein Möbelschreiner. Man kann das natürlich alles viel schöner machen. Aber ich bin der Meinung, das ist super geworden. Die Funktionalität ist da. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie wir es in der Praxis einsetzen. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei, da könnt ihr auch sehen, wie ich das Ding nach und nach aufgebaut habe. Von der ersten Idee bis zur kompletten Umsetzung. Und ja, das war es eigentlich schon wieder von der Homeoffice-Insel. Euer Rainer.